Zu einer Flüchtlingsunterkunft in der Weidacher Straße in Filderstadt-Bernhausen sind zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr am Montagmittag gegen 12.30 Uhr ausgerückt, nachdem von dort Rauchentwicklung und ein möglicher Tumult gemeldet worden war. Wie sich später herausstellte, hatte ein 27-jähriger Afghane dort randaliert und in der Gemeinschaftsküche im ersten Obergeschoss der Unterkunft Papier angebrannt, was vorübergehend zu der Rauchentwicklung und zu geringfügigem Schaden am Mobiliar geführt hatte. Andere Bewohner konnten das Feuer löschen, bevor größerer Schaden entstand. Dabei soll der Tatverdächtige sie teilweise mit einem Messer bedroht haben, bevor er sich damit in seiner auf derselben Etage befindlichen Zimmer verbarrikadierte und androhte, sich das Leben zu nehmen. Weil zeitweise die Gefahr bestand, dass der Mann aus dem Fenster springen könnte, bereitete die Feuerwehr ein Sprungtuch aus. Den eingesetzten Kräften des Polizeireviers Filderstadt gelang es schließlich, den Mann zur Aufgabe seiner Pläne zu bewegen. Er legte das Messer weg und ließ sich widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde niemand. Der 27-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Gegen den Verdächtigen wird nun wegen Verdachts der Bedrohung und der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt. Insgesamt waren 10 Streifenwagenbesatzungen der Polizei, die Feuerwehrabteilungen Bernhausen und Seminge mit 6 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzt eingesetzt.